Hey, ich bin Sepp. Das Mac lässt echt nichts anbrennen. Die haben mich angerufen, weil sie dich für den neuen Checker halten. So neu bist du zwar gar nicht mehr, aber sei's. Das Angebot ist echt eine Ehre. Weißt du, und ich kann die Kohle echt gut gebrauchen. Also bringen wir es hinter uns. Bis dann. Na klar, nur wieder hinter Geld her, das Arschloch. Und damit herzlich willkommen zurück zu Skate, meine lieben Freunde. Ich weiß auf jeden Fall so sehr, was ich jetzt tun werde. Ich werde so sehr keinen Film drehen, weil mich die Filme so hart ankotzen, Alter. Oh! Ich darf Best Trick und so gar nicht mehr machen, weil ich ja schon den Fortschritt fürs Mac erreicht habe. Das heißt, ich hätte mir den Film auch sparen können und einfach Skate spielen können. Okay, dann machen wir storybedingt halt einfach weiter. Was bedeutet, wir machen das nächste Foto für unser Mac. Für unser Mac-Azin. Und jo, läuft. Schauen wir mal, was die Challenge denn hier so ist. Yes. Okay, machen wir eine New Jack Session. Beim Sprung in die Gasse kommt es auf Geschwindigkeit und Timing an, schaffe es und du kommst in Mac auf die New Jack Seite. Über die Gasse. Klingt nach einem kranken Gap. Gucken wir mal. Gäbe über die Gasse. Wo ist das Problem? Willst du mich verarschen? Das war's? Jo, das ist dein Foto. Such dir eins aus. Wenn sie dir nicht gefallen, mach die Herausforderung nochmal. Wie geil ist dieses Bild denn bitte? Mit dem Auto noch unten drunter? Jo. So will ich aufs Mac. Wie geil ist das denn? Das sieht super geil aus. Und das im First Try. Ja, und bitte. Brauchen wir dann wohl nicht diskutieren. Keine neuen Challenges? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich jetzt wieder ein paar hässliche Sachen machen muss, um ins Mac zu kommen. Also Zeit für ein paar schärfte Rollen. Ah, kriege ich jetzt endlich Sponsor für Rollen. Entscheide dich im Sketchup für eine der Bronze. Ich kenne im Team wieder Rollen. Yes! Aber was mache ich eigentlich mit dem Geld? Kann ich da außer irgendwelche Sachen kaufen überhaupt noch was damit tun? Wahrscheinlich nicht, wa? 5000 Dollar kannst du nicht ausgeben. Ich meine, okay. Kannst du bis zum Lebensende Geld sammeln, aber... ein bisschen schwach schon. Also neue Rollen. Das heißt, wir holen uns einen Rollensponsor. Da kann ich mir jetzt auch wieder irgendwen aussuchen. Natürlich nicht Zero. Ist klar, ne? Wir sehen uns nachher. Du musst einen Sponsor wählen. Ja, ja. Das machen wir in der Lounge. Ah, Sponsoren. So, und ich darf mir jetzt, also hier... Achso, der, nee, ich möchte ja hier Autobahn ist natürlich ein schöner Sponsor. Keine Ahnung, ich nehme einfach Spitfire. Weil das Männchen so lustig ist. Ich habe ansonsten ja keine Ahnung davon. So, das bedeutet, wir können das natürlich auch einkaufen. Holen uns jetzt neue Rollen. Das heißt Skateboard, Rollen... Sponsor Spitfire. Ach cool, die haben auch rosa, ne? Pinke. Die sind natürlich auch nicht so kacke. Achso, ist gesperrt. Die sind natürlich wieder gesperrt, wa? Die sind auch cool. Aber ich bleibe bei meinen Pinken. Nicht gut. Okay. Also, jetzt haben wir zwei Sponsoren. Bin mal gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Ich meine, du hast noch zwei freie Sponsoren. In der Mac-Seite stand da irgendwie auch nicht mehr so viel. Wie macht man denn den höchsten Olli? Allzu viel Inhalt kann es auch langsam gar nicht mehr geben. Weil irgendwo bist du ja dann doch beschränkt auf die Möglichkeiten, die du machen kannst. Bei Tony Hawk kannst du bis zur Vergasung kannst du ja das immer wieder toppen. Aber hier halt glaube ich nicht. Und nachdem es auch nur Skate 1 ist, glaube ich, da kamen die Modi dann erst so im zweiten und dritten Teil. Vor allem natürlich mit dem überragenden dritten Teil. Ohne den zu spielen, weiß ich schon, wie genial der ist. Gucken wir mal, neue Filme, was sind die Aufgaben? Achso, die Filme bleiben immer die gleichen. Das könnte vielleicht sogar noch am ersten klappen, wenn ich dann eine richtig geile Pipe finde. Ich muss aber erstmal eine geile Pipe finden. Aber das Problem ist, dass ich auch glaube... Oh, ich kann Skate und so nachholen. Geil, ich will auf jeden Fall jetzt Best Trick machen.
Bei Strick macht nämlich auch richtig, richtig derbe Spaß. Und dann kann ich mir Skate für den nächsten Part aufheben. I like that! So, dann gucken wir mal. Normalerweise ist die Security-Bosse dicht, vermutlich ist heute irgendwas schiefgelaufen. Hol dir in jeder Runde den bestmöglichen Trick. Jo, Spielschema ist klar. Mal gucken, wie es mir ergehen wird. Weil gerade hier, das ist schon wieder so geil. Das sieht schon wieder geil aus. Das liebe ich halt so an Skate, weil es einfach so aufgrund des Realismus kannst du an so einer kleinen Ding, so für Tony Hawk ist das Ding, das beachtest du gar nicht, fährst du vorbei. Aber hier ist es einfach episch zum Fahren. P-Rod, Dire Deck und Haslam. Alter, ich fahre natürlich gegen die einzige Scheiße, die mir hier irgendwie wehtun kann. Alter, das sah gerade richtig geil aus und es hat irgendwie gar nicht mehr gegeben, als ich dachte. Ich wollte wieder eigentlich mit dem Grab arbeiten. Ja, komm, Manuel ist irgendwann vorbei, ne? Ein kurzer Noseplan. Ich habe ja ein bisschen Zeit. Matrix Chaos hier. So. Sind wir schon mal auf Platz 2. Haslam will es wissen, hat er gerade gesagt, ja. Das sah auch sehr geil aus, hat aber nicht ganz so viele Punkte gegeben. Mal gucken, ob ich hier eventuell, wenn ich hier mit dem Grab... Das mit dem Grab ist schon eine geile Idee, wenn ich am Ende dann noch runterflippe. Ja, dann sind es immerhin schon mal 494. Es reicht noch nicht, um Haslam hier zu schlagen. Oh, jetzt wird es aber auch langsam eng. Das heißt, ich müsste jetzt irgendwas Heftiges raushauen. Nee, es reicht leider nicht. Punktetechnisch reicht es nicht. Ah, Kacke. Was? P-Rod hat nochmal den übelsten Trick nachgelegt. Nur Dritter. Schade, ich war da unter meinen Möglichkeiten. Ich hätte da Bock auf mehr gehabt. Okay, auch das Ding sieht irgendwie interessant aus. Vor allem, weil ich wollte gerade sagen, ich sehe überhaupt... Was? P-Rod hat gerade einen 736er Move rausgehauen. Ist der krank oder so? Wo haut der denn so einen Punkt raus? Alter. Der Dude ist ja mal richtig sick. Müsste ich ja da eigentlich... Ah, schade, der hat nicht mehr gezählt. Oh, das sieht mir bisher auch tatsächlich nach der schwierigsten Aufgabe aus. Ja, jetzt noch manuell. Jawohl. Nein! Es hat irgendwie aufgehört. Das verstehe ich auch manchmal nicht. So mitten im Manual ist dann irgendwie eine Combo im Arsch. Vor allem, ach, weil ich aus dem Gebiet raus bin, kann es sein, weil ich gerade, wollte gerade sagen, ja, ich bin ja nicht gestürzt, aber meine komplette Punktzahl ist weg. Das kann ja nicht deren Ernst sein. Fuck, das war nämlich gut. Ah, Daredeck ist auch übelst krank am Start gerade. Na, verflucht! Nicht mehr viel Zeit. Ich kann noch einmal was machen vielleicht. Oh, jetzt steht der mir im Weg. Ja. Zählt er noch? 618? Schade. Hätte ich noch einen Flip machen können, wäre das was gewesen. Aber da war mir wieder so ein Dude im Weg. Wieder nur Dritter. Das ist heftig. Ich kann gar nicht mehr Erster werden. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit... Muss ich Erster werden? Ich weiß gar nicht. Oh ja, ist das eine... Nee, da fliege ich raus. Wollte schon sagen. Ach, Scheiße. Oh, hier finde ich es auch richtig schwer, Punkte rauszuholen, weil du hast ja sowas wie ein Revert, hast du ja nicht, ne? Ah, das fehlt einem natürlich als Tony Hawk-Spieler wieder. Hm.
kann hier überhaupt nicht wirklich was anfangen mit der Scheiße. Das war jetzt bisher der Beste. Scheiße. Ich will da rein. Ich glaube nämlich, dass ich da am besten was erreichen kann. Oh! Oh, das war gar nicht mal so kacke. Wenn ich jetzt noch hätte manuellen können, Alter. Das wäre richtig übel gewesen. Okay, Leute, die letzten Tricks. Zeigt, was ihr könnt. Okay, jetzt wollen wir aber was sehen. Ah, das war auch wieder ganz nice. Scheiße, dann komme ich wieder raus und dann zählt's wieder nicht, weil ich nicht mehr in dem. Kacke. Schade, knapp. Knapp, knapp, knapp. Also da bin ich auf jeden Fall ganz klar gescheitert. Platz 3 ist natürlich Quatsch, ich könnte es nochmal versuchen. Also einen Versuch gönne ich mir nochmal. Jetzt weiß ich ein bisschen besser, was mich hier erwartet. Aber ja klar, das am Anfang ist immer schlimm, weil da immer ganz viele Dudes sind. Und dann geht einiges schief. Kommt natürlich auch immer drauf an, was die Konkurrenz so raushaut. Aktuell wäre ich ja jetzt wieder Erster. Aber das ist es halt. Und dann kommt dieser Drecks-P-Rod und haut richtig sicke Kacke raus, Alter. So 749, da müsste ich dann halt eigentlich wieder so einen Laserflip raushauen, gell? Ich überlege gerade, ob ich hier vielleicht irgendwie noch was machen kann. Oh, harte Nummer. Kratzt ihn vom Beton ab. Wenn ich hier mit dem Manual anfange. Ich starte einfach neu, weil ich merke ja selber, dass es nicht reicht. Bist du bereit? Gleich geht's los. Ich hätte richtig Bock, Folgendes zu probieren. Ich gehe mit dem Manual hier rein. Die Idee ist zwar ganz nett, aber funktioniert noch lange nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, mich würde interessieren, was dieser P-Rod hier raushaut, ey. Also es geht tatsächlich nicht. Ich kann keine Manuals machen. Jedes Mal, wenn ich ein Manual mache, ist die Reihe vorbei. So mit 504 stehe ich jetzt wieder gar nicht so schlecht da. Dass ich ganz darüber springe. Nee, da komme ich überhaupt nicht zurecht. Jetzt bitte einmal stürzen. Nein, stürzen nicht, okay. Aktuell führe ich, also ich sage ja, es kommt immer auf die Konkurrenz an. Und natürlich auch auf einen Server. Irgendwas haut der P-Rod doch jetzt nochmal raus, oder? Das ist doch so ein richtig krankes Monster. Naja, scheint für mich zu reichen. Okay. Erster Platz, zumindest im ersten. Das ist ja okay. Aber dafür muss ich ja auch noch die anderen schaffen und. Ja gut, hier weiß ich ein bisschen besser, wie ich das jetzt machen kann. Hier hätte ich ja auch garantiert noch mehr rausholen können, wenn ich am Ende nicht bei dem einen Ding da gescheitert wäre. Weil mir der Dude im Weg stand. P-Rod rastet hier schon wieder aus. Ach, schade, ich dachte, ich komme da ein bisschen weiter rüber. Könnte auch eigentlich hier echt die Gelegenheit nutzen und hier einfach einen richtig geilen Word machen, ne? Ah, ich will schon so machen, wie ich's. Ja, genau. Ich will da irgendwie drauf jumpen, dann railen.
Das hat so geil funktioniert bei dem einen Mal. Ah, da komme ich da jetzt nicht immer hoch. Es ist hässlich, dass du dir hier keine Session-Marker markieren kannst. Das kostet so viel Zeit. Aktuell letzter. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Oh mein Gott, jetzt ist richtig, richtig, richtig kacke gerade. Ja, ja. Yes! 609 Punkte. So wollte ich's. Erster Platz. Jawoll. Und hier kann ich mit dem Manual sogar noch weitermachen, weil ich wirklich auf dem Ding draufstehe. Also ist Manuals zählen nur, wenn du wirklich auf den markierten Bereichen stehst. Wenn du von dem markierten Bereich weg Manuals, zählt es nicht mehr. Sieht gut aus, wenn ich jetzt vor P-Rod komme oder nur eins hinter P-Rod lande, dann habe ich hier die Chance, das Trickturnier zu gewinnen, was für mich einfach mal ein richtig guter Erfolg wäre. Gerade sagen, wenn ich da oben immer lang fahre, könnte ich in der Ding bleiben, aber auch einfacher gesagt als getan. Wo war ich denn jetzt? Ey, aber gerade Grafik hat sich gerade ein bisschen verabschiedet, habe ich das Gefühl gehabt. Ich wollte gerade sagen, ich müsste doch eigentlich hier mit dem Manual weitermachen können. Jetzt hat irgendwas Krankes raus. Ja! Ich kann hier ja wirklich drin bleiben. 387 Punkte. Wäre 100 Punkte. Gerade vor P-Rod. Jawoll! Ich komme langsam rein. 422. Jawoll, das wird auf jeden Fall was. Also letzter werde ich hier nicht. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, Leute. 20 Sekunden noch bis zu meinem vermeintlichen Sieg hier in diesem Trickturnier bei Matrix Chaos. Ja, komm, liegt am Weg. Jawohl, Dire Deck ist noch weiter oben. Geil, erstmal wieder den Koffin. Er zieht's einfach durch und macht's nochmal den Koffin. Sehr schön, dreimal erster. Ne, man kann sich immer verbessern, das ist Skate. Und damit bin ich sehr zufrieden. Ne? Das Konto ist auch einfach mittlerweile richtig, richtig dicke. Ausgeben kann ich trotzdem nicht wirklich. Fast 10.000 Dollar und ich habe nichts damit vor. Das hat doch immerhin schon mal einiges gebracht. Das heißt, wenn ich jetzt noch das Skate gewinne gegen den anderen Dude, dann noch einen Film schaffe, dann könnte ich eventuell schon direkt ins nächste Mac kommen. Das gehen wir an im nächsten Part von Skate.